Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Wir sind voll am Arsch, weil gleich ein Bluter kommt. Ach, die Munition. Ist klar, guckt euch diese dämlichen Cheater an, ne? Okay, meine Waffe bringt hier gar nichts. Ich war doch irgendwo gerade noch ein Pfeil da. Oh Gott. Ich höre es hinter mir. Nein! Nein! Danke. Das war noch nicht alles. Ich komme gar nicht dazu, irgendwas herzustellen, oder? Ein Bluter! Ein was? Einer von den großen Scheißkerlen! Oh Gott. Erstmal schön abfackeln, die Typen. Oh nein! Was heißt endlich? Der war gerade, der ist gerade erst gekommen. Easy going. Huch. Hey, Kleine. Ja? Ich glaube, wir haben es geschafft. Haben wir sie alle erledigt? Du klingst ja richtig enttäuscht. Eher ungläubig. Ich überprüfe die Brücke. Gottes Willen. Wir haben es geschafft. Das war leichter als gedacht. Also, ich konnte die gar nicht drücken. Das war eine Flasche, die ich gesehen habe. Ah. Hör mal. Keine Infizierten. Keine Infizierten. Was habe ich gesagt? Na gut. Lass uns zurückgehen. Und nach unserem Vieh schauen. Nach unserem hat er gesagt, es ist mein Vieh. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet. Von einem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Oh. Siehst du? Alles, was passiert, hat seinen Grund. Hey, bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen runter Fall gehen. Mit der Waffe. Jetzt gib ihr die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Shit. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Mist, die werden mir folgen. Shit. Los, weg hier. Komm schon.
Joel? Oh. Ich habe nicht viel zu essen gefunden. Aber ich habe das hier. Okay, heb deinen Arm. Da mal los. Tut mir leid. Moment. Das war's. Du schaffst es, Joel. Er sieht besser aus. Oh shit. Stimmt. Versuchen Sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Einer weniger. Aber David hat gesagt, sie lauf! Hört! Da! Scheiße! Shit. Zu viele von ihnen. Nein! Komm schon! Und dann mit dir! Gleich den zweiten mitgenommen. Sehr schön. Im Leben nicht! Oh Gott. Die wollen mich echt umbringen! Jetzt habe ich mich überhaupt geheilt. Wurde automatisch geheilt. Okay, wir müssen hier lang. Ja, hier rüber. Oh Mann. Kommt und holt mich, ihr Arschlöcher. Wie viele von denen? Da reicht doch ein Hirsch gar nicht aus. Noch jemand. Oh Mist. Nein! Shit, das Pferd ist tot. Ah. Oh Mann. Nein. Kopfschuss. Scheiße. Sorry, Bro. Muss weiter. Sie ist den Abhang runtergefallen, aber ich sehe sie nicht. Da drüben, beim Pferd. Nein, 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 nein. Ah. Okay. Kein Problem. Die haben nur einmal geschossen. Ah, wo sind sie jetzt? Keine Pfeile. Das ist mies. Ah. Noch ist niemand in der Nähe, da kann ich rausschleichen. Das nicht bestimmt. Der Imp hat gesagt, dass Sie das bei der Uni waren. Wie viele von uns sind dort gestorben?
nicht. Scheiß auf David. Ich lasse es nicht drauf ankommen. Ich will das erledigen und heimgehen. Ich spiel mir den Arsch ab. Ich suche hier. So. Yeah. Headshot. Okay. Wir machen die Tür auf, sobald die Luft rein ist. Was ist er denn? Er kommt durch die Tür. Dann töten wir ihn einfach. Oh shit. Drecksack. Verdammt, shit, shit. Oh, mieses Arschloch. Okay. Wo gehe ich lang? Gute Frage, nächste Frage, Madame. Ich weiß nicht. Wo sind sie? Wie viele von denen soll ich noch umbringen? Bevor die realisieren, dass es keinen Sinn hat. Sie verlieren alle ihre Männer. Warum? Um mich zu holen? Verschwendung. Oder will er einfach nur alle ernähren mit seinem einen Hirsch? Dann braucht er nur 5 Personen. Den Rest muss ich töten wahrscheinlich. Das ist ein Steinchen. Ich versuche ein bisschen die Gegend zu erkunden. Um Ressourcen, Pfeile und so weiter zu bergen. Wir kamen ja aus dem Haus, ne? Schauen wir doch glatt mal hier rein. So. So. Oh, ein bisschen Leben, das tut gut. Vorrat aufdecken schon mal, ne? Nur für den Fall der Fälle. Bei dem Bogen. Mit Pfeilbogen kann ich hier sehr viel ausrichten, weil ich plötzlich die Pfeile aufheben kann. Okay. Naja. Was soll's. Kann ich halt die Munition nicht mitnehmen. Nicht weiter schlimm. So ein Pfeil gibt mir nämlich mehr Munition als alles andere, was ich einsammeln könnte. Nur wenn ich erwischt werde, werde ich dann halt volles Rohr geben. Ohne Pfeil. Aber man hört das doch schon. Oh. Hier sind hier noch mehr. Ganz viele sogar. Ich zähle 3. War da gerade noch ein 4 da? Ich weiß es nicht. Oh, mieses Arschloch. Einer ist in dem Haus da hinten. Vielleicht können wir da sogar hinschleichen. Oh, da sind mehrere drin. Wo ist die Kleine? Komm bestimmt nicht in die Damendusche, Damen-Toilette. Es ist verboten. Verboten ist es. Sollten vielleicht hinten rumschleichen. Vielleicht mal einen alleine zu erwischen, damit er nicht merkt, dass der andere tot ist. Ich glaube, einen Todesfall haben die bemerkt. Aufschwärmen! Ja! Ah, ich habe eine Schrotflinte. Kann man durchaus gebrauchen. Wo ist sie? Wo ist mein Pfeil? Shit, mein Pfeil ist kaputt. Scheiße! Verdammt! Auch das! Wir müssen die Kleine finden! Er findet mich mal. Er hat mich gesehen.
Will er mich verarschen? Wo versteckst du dich? Wo ist die? Okay. Wo gehe ich? Da ignoriert er mich einfach. Ah, guck mal, sie hat meinen Freund getötet. Hm? Sie ist weg. Zur Not. Er wird sich gleich umdrehen, oder? Dreht sich um. Und bitte nicht hier runter. Nice one. Okay. So viel zu dem Bratzen. Ich brauche unbedingt mehr Pfeile. Wieso kann ich keine Pfeile herstellen? Was soll das? Alles voll, was ist denn los? Nee, gar nicht. Ich kann noch einen von denen herstellen. Ich nehme lieber Medikit als Feuerscheiß. Nur für den Fall der Fälle das Ding mal rausholen. Molotow-Cocktail wollte ich sagen, genau. Ich denke mal, da oben werden noch mehr sein. Also das dürfte nicht alles gewesen sein. Wanderweg. Okay. Der sollte hier ausführen. Ja. Schön. Und da kannst du dich nicht durchquetschen, nein? Kann du ich hier nur selbst. Aber ja. Da kann ich lang. Okay. Fall nicht ins Wasser. Fall nicht rein. Ja, kann okay. Ich schwimmen, ne? Wir haben gerade eine Flasche gefunden. Deswegen müssen wir wahrscheinlich gleich jemanden ablenken. Nimm schon. Keine Flaschen ins Wasser werfen. Wenn gleich ein offenes Gebiet kommt, wissen wir Bescheid. Dass da Jungs sind, die uns töten wollen. Ah, Kanalisation, okay. Hier dürfte keiner sein. Aber es ist natürlich ein gutes Versteck für uns. Wir haben leider nur ein Pfeil. Der andere ist mir zerbrochen. Ah, das ist weitaus offener, als ich möchte. Aber hier oben könnte noch Loot sein. Ah, ein Comic. Ich meine etwas. Na, ah, da sind die nächsten nicht. Ich riech das doch schon. Geh hier durch den Tunnel und dann sind sie da. Das sieht doch gut aus. Achso, ich dachte, es wäre ein Tunnel. Ist einfach nur schwarz. So, das war's. Ach, du kannst das da wegziehen? Krass. Finde ich auch krass. Zieh dir erstmal so einen Rieseneimer mit Müll weg. Mhm. So, wo seid ihr alle? Da muss ich hin. Halte durch, Joel. Das nur so einfach wäre. Es kann sein, dass sie mich gleich schon, wenn ich unten bin, entdecken. Ah, da kann ich nicht runter. Ich würde gerade sagen, Hinterhalt? Hier wird sehr viel zu töten geben.
glaube, ich habe da jemanden gesehen. Ich höre auch jemanden. Oh Mist, die haben mich hier gefunden. Duck dich doch, Mädel. Der ist ein bisschen dumm. Das kann man ausnutzen. Da ist noch jemand. Spürt sie auf. Ich werde hier drüben suchen. Jungs, such da unten. Verdammt. Schade. Umzingelt sie. Umzingeln? Du bist alleine. Noch nicht. Au, fuck. Ach, wir haben eine One-Shot-Waffe. Wir haben da eine One-Shot-Waffe, Freunde. Was ist mit... Achso. Schrotflinte kann ich auch gar nicht. Okay, pass auf. Ups. Nicht das, was ich wollte. Wollte nämlich... X war diese Taste, ne? Die Schrotflinte rauspacken. Und ein bisschen mit der Schrotflinte rumballern. Wenn es denn sein muss. Vielleicht ist er doof und geht gleich um. Um die Ecke hier. Dann ist er tot. Verarscht hat er mich. Drecksack. Hat jemand Munition fallen lassen? Eine Flasche hat er fallen lassen. Kam bestimmt aus seinem Arsch raus. Als er gestorben ist. Nichts. Naja. Okay, Freunde, ich würde sagen, bevor es weitergeht, sehen wir uns morgen wieder. Und dann gucken wir mal, was sich da hinten befindet. Haut rein, euer Zero. Tschüss.